Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo mit dem Thema die steuerliche Behandlung der Kapitalanlage. Wir kriegen ja häufig Fragen, wie ist das zu buchen, wie wird das behandelt, wie ist das möglich? Wir können meistens keine Auskunft dazu geben, geben dazu auch grundsätzlich keine Beratung durch FELS, weil wir Kapitalanlageberatung sowieso nicht verstehen und natürlich auf die Schnelle keine Beratung zur Aktivierung und steuerlichen Behandlung der Kapitalanlage geben können. Aber es ist grundsätzlich, gelten die allgemeinen Grundsätze der Versteuerung von Vermögensanlagen. Zum Beispiel ein Versicherungsprodukt wäre mit seinem Deckungskapital zu aktivieren. Aktien sind mit den Anschaffungskosten zu aktivieren. Aktien haben in der Kapitalgesellschaft den Vorteil, dass sie weitgehend Kursgewinne und auch Dividenden steuerfrei bleiben. Bis auf 5% nicht abzugsfähige Betriebsausgaben, was im Prinzip 1,5% Steuer bedeutet. Geschlossene Beteiligungen, meistens in der Rechtsform der KG, hier wird irgendwas zugewiesen. Grundsätzlich ist einfach, es ist immer ganz entscheidend, welche Rechtsform und wie ist die Anlage ausgestaltet. Da kann man ganz wenig auf Zuruf sagen und durch allgemeine Begriffe, wo meistens einer gar nicht weiß, wie er es beschreiben sollte. Es ist natürlich auch wichtig, die Rechtsform des Trägerunternehmens. Wenn ich als Einzelunternehmen oder als Personengesellschaft Aktien habe, ist das was ganz was anderes als Kapitalgesellschaft. Beim einen gilt der 8b und die Steuerfreiheit, bei den Personengesellschaften eben nicht. Also es kommt auf sehr viele Dinge an. Grundsatz ist aber, es gilt kein Zuflussprinzip, sondern Gewinn, der erwirtschaftet wird, auch in geschlossenen Beteiligungen, der wird realisiert, der wird zugerechnet und der ist auch zu versteuern. Vielleicht sind auch Steuern vorausbezahlt werden, dann können die angerechnet werden. Und es ist ein Grundsatz, die Kapitalanlagegesellschaft, die muss die Daten liefern für die steuerliche Behandlung und auch für die Bilanzierung. Wenn die an Unternehmen verkaufen und nicht bloß an Privatpersonen, haben sie die Daten, dann wissen die, was sie liefern müssen. Auf jeden Fall haben sie einen Steuerberater, der das Ganze sehr schnell zusammen stellen kann, ein Merkblatt oder Ähnliches machen und die Daten einfach liefern. Und es ist einfach der Grundsatz, immer bei der Kapitalanlagegesellschaft nachfragen, die wissen, wie die Sachen, die sie einfach verkaufen, vertreiben, aktiviert und steuerlich behandelt werden müssen. Damit bedanke ich mich dafür die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.